Wir sind beim Thema mathematisches Skizzieren. Ich hatte vorhin schon mal kurz angedeutet, wenn ich jemanden eine Stunde lang etwas beschreibe, dann weiß der noch lange nicht, wie das aussieht. Wenn ich zum Beispiel eine Stunde lang einen Menschen beschreibe und sage, jetzt aus 1000 Leuten, such den mal raus, dann hat er ein echtes Problem. Zeige ich aber für 10 Sekunden lang ein Foto und man findet das Bild sofort wieder. Wir Menschen sind bildlich orientiert. Wir können Bilder besser erfassen als Text. Deswegen ist die mathematische Skizze eine ganz wichtige. Aber um das zu üben, hatten wir zum Beispiel folgende Dinge gemacht. Ihr könnt es jetzt nochmal lustigerweise ganz schnell mitmachen. Wir hatten mal lauter Ellipsen gemalt und haben aus den Ellipsen was gemacht. Und aus diesen Ellipsen was machen heißt zum Beispiel, wenn ich eine 3D-Skizze machen will, dann habe ich hier auf eine ganz schnelle Art einen Zylinder. Den letzten Strich, darauf kommt es an, wenn ich den gerade mache, sieht es bekloppt aus, auch falsch, sondern ich muss diese Rundung hier oben genauso unten schaffen. Wenn ich jetzt aus diesem Zylinder noch was anderes machen will, dann muss ich auch diese Rundung hier auf dem Etikett so machen. Und wenn ich jetzt hier Bockwurst, ich kann gar nicht weiterschreiben, denn die Schrift würde hier hinter weitergehen, raufschreiben will, dann muss ich auch damit aufhören. Ich kann aber nicht nur gerade, sondern ich kann auch mal gerade, aber schräg laufende Kanten nehmen und hier unten wieder eine Ellipse hinmalen. Und ruckzuck habe ich hier eine, na gut, dann ist es eben eine Sektfontäne. Dann lassen wir hier noch ein paar Perlen hochsteigen. Die Kunst besteht manchmal auch beim Weglassen, also damit das dann körperlich und wirklich realistischer aussieht, einfach alle Linien, die nach hinten gehen, etwas dünner malen. Oder ich mache krumme Linien. Und hier unten kommt wieder eine kleine Ellipse und schwupp habe ich eine Tasse. Und wenn ich hier was reinfülle, dann sieht man auch nicht komplett das Schwarze, sondern wir schütten ja im Allgemeinen eine Tasse nicht mit Berg voll, sondern wir lassen es. Jetzt hier unten wieder eine Ellipse und ich kann Teller unten andeuten und so weiter und so fort. Ich kann alles Mögliche aus solchen Ellipsen machen. Das einfach mal dazu. Aber wichtig, in Mathematik haben wir es nicht nur mit runden Körpern zu tun. Apropos rund, warum ist eine Ellipse entstanden? Das müsste jedem klar sein, wenn ich einen, oh, der war nicht schön, wenn ich einen Kreis male und ich schaue von der Seite auf den Kreis, ich werde mal versuchen, ob das geht, Moment, und ich schaue von der Seite auf den Kreis, dann wird er automatisch zur Ellipse. Daher kommt das. Gut, ne? Also einen Kreis malen, ich mache mal einen richtigen Kreis daraus, Extras, na, Optionen, nee. Jetzt weiß ich nicht, wie es geht. Ich weiß nicht, ob das geht. Nee. Gut, lassen wir den Quatsch mal weg jetzt. Jetzt ärgert es mich doch. Aktionen, so geht das. Form ändern in Kreis oder Ellipse. Und schwupp ist der Kreis schön. Der Kreis ist wesentlich schöner. Jetzt hat mir das Programm geholfen. Und ich schaue von der Seite auf den Kreis, dann wird er zu einer richtig schönen Ellipse. Daher kommt das. Bei eckigen Körpern, will sagen, bei Quadern oder bei Würfeln muss ich darauf achten, dass die Kanten, nehmen wir mal einen Würfel, die Kanten, die wirklich gleich lang sind, dass ich die, wenn ich von vorne drauf schaue, auch wirklich gleich lang mache. Aber die, die nach hinten in den Raum hinein verschwinden, die werden dann nur halb so lang im Winkel von ungefähr 45 Grad gemalt. Aber alle parallel. Hier zu der untersten Kante noch Folgendes. Oh je. Zu der untersten Kante rechts machen die Leute gerne Folgendes und machen es so. Und schon ist es kein Würfel mehr in 3D. So macht man es nicht. Also darauf achten, dass auch diese Kante so lang ist wie die hier vorne und dass die genauso lang und parallel zu der nach hinten verlaufenden ist. Das Ganze kann man mit Quadern machen und so weiter. Das ist alles gut und schön. Quader zeichnen. Für kleine Gegenstände ist das auch durchaus in Ordnung so. Man kann es auch als Buch gestalten, man kann sonst was daraus machen. Fantasie keine Grenzen gesetzt. Hier mal ein Buch angedeutet. Und ich mache das schon immer wieder. Man sieht, dass ich die Kanten gar nicht richtig parallel zeichne, sondern die Kanten alle auf einen scheinbaren Punkt zulaufen lasse. Das heißt, wenn ich die mal alle verlängern würde, würden die alle hier hinten auf irgendeinen Punkt zulaufen. Und das macht die Sache noch körperlicher. Und damit wollen wir uns heute beschäftigen. Und wir werden dann auch ein Bild von einem Straßenzug hier machen.
Es geht um die sogenannte Zentralprojektion. Hier gibt es eine Frage. Zentralprojektion heißt Folgendes. Ich sagte ja, es scheint alles auf einen Punkt zuzulaufen. Das machen wir mal wie folgt. Wenn ihr zu Hause das mitmachen wollt, macht euch einfach mal einen kleinen Bilderrahmen, einen gedachten Bilderrahmen. Ungefähr so groß, also bis zur Hälfte des Blattes, meine ich jetzt. Und wenn das der Oberteil des Blattes ist, ne, dann hätten wir vielleicht ein Sechstel der Fläche. Und jetzt machen wir uns mal ganz bewusst einen blauen Punkt, und zwar leicht versetzt. Ich mache ihn jetzt mal hier ganz groß. Und ihr macht einen ganz kleinen Punkt. Ihr wisst ja, wo der Punkt ist. Also hier ungefähr hin einen kleinen Punkt. Und jetzt fangen wir mal an und verbinden so auch hier nicht direkt in der Ecke angefangen, sondern von hier bis hier diesen Punkt mit dem Rand. Und das Gleiche machen wir hier auch. Einfach so machen. Und jetzt kommt das Verrückte. Jetzt mache ich ganz einfach mal hier einen Strich und noch einen Strich. Und je weiter die weg sind, umso dünner und umso enger zusammen sind diese Striche. Und schon sieht das ganze Ding eher aus wie eine Straße, als wenn ich das alles versuchen würde hier in Kavalierperspektive. Denn dann hätte ich immer gleich lange Striche zu machen. Das geht auch. Aber das geht nur für eine ganz bestimmte Strecke. Ich kann nie andeuten, dass das alles mal irgendwo im Nichts verlaufen würde. Genauso ist es, wenn ich hier einen Baum male, dann ist der jetzt meinetwegen so groß, peng, nicht zu viele Striche machen, dann muss der nächste Baum, wenn ich mir hier wieder eine Hilfslinie ziehe, und nehmen wir mal an, die Bäume wurden alle zur gleichen Zeit gepflanzt, dann muss der nächste Baum maximal so hoch sein, der kann ruhig ein bisschen anders aussehen, wie der erste, maximal so hoch. Und der nächste darf auch nicht höher als diese Hilfslinie sein, und er muss sogar noch kleiner sein, denn alles, was weiter weg ist, erscheint uns kleiner. Und noch was, hier, dieser Abstand, der muss hier noch kleiner werden und hier noch kleiner. Der grüne Abstand, der muss also jedes Mal kleiner werden. Sonst stimmt was nicht mit unserem Bild. So, machen wir den nächsten. Jetzt hätten wir hier noch einen Baum und noch enger und noch enger. Und da die Bäume dann kaum noch sichtbar sind als solche, lässt man die dann bloß noch mit ein paar Strichen so gelten. Hier war die Hilfslinie. Und schon sieht das ganze Ding wirklich etwas, sagen wir mal, körperlicher aus. Das gleiche gilt für ein Haus oder für einen Fußweg. Auch ein Fußweg würde hier vorne noch einigermaßen breit sein, aber der Fußweg wird immer schmaler und scheint auch mit seiner Körperkante hinten auf diesen Punkt zu laufen. Und wenn ich jetzt hier ein Haus an die Straße stelle, dann müssen auch die Linien des Hauses hier hinten in diese Richtung verlaufen. Und das Haus hat ein Dach und auch die Linie des Daches würde hier diese Linie verlängert auf diesen Punkt zu laufen. Wenn wir hier noch ein Stadthaus hinten anfügen wollen, ja, dann malen wir es ran. Und das ist höher und auch die Kante dieses Hauses wird auf diesen Punkt zu laufen ungefähr. Ne, hier verlängert wird auf diesen Punkt zu laufen. Und das Haus hat einen Giebel und es hat ein Dach und auch oben diese Dachlinie scheint auf diesen Punkt zuzulaufen. Und so geht das immer wieder weiter. Und schon erkennt man an diesem Bild, und jetzt lassen wir hier keine Häuser mehr sein, jetzt können wir noch eine Horizontlinie hinten einmalen und hier ganz hinten können wir noch eine Kirche hinmalen. Oder weiß der Kuckuck was, man deutet das dann bloß noch an. Und schon haben wir ein Bild in Zentralprojektion, was der Wirklichkeit wesentlich näher kommt. Das kann man ausnutzen, denn wenn ich zum Beispiel in einer Mathematikaufgabe Folgendes gegeben habe, ein Rohr ist 6 Meter lang, aber hat nur einen Durchmesser d von nur 30 Zentimetern. Das ist nicht viel, das ist so lang wie ein Schullineal. Wie soll ich denn das skizzieren? 6 Meter und 30 Zentimeter. Ja, 0,3 Meter, weiß ich auch. Gut, machen wir 0,3 Meter draus. Aber das wird schwierig, so ein Rohr zu malen und gleichzeitig alles unterzubringen. Das sähe dann so aus. Das wäre das Rohr von vorne gesehen. Und da das so furchtbar lang ist,
lassen wir die Kanten hinten auf irgendeinen gedachten Punkt hier hinten zulaufen. Und schon kann man so ein Rohr mitten in die Landschaft legen und es sieht auch noch wesentlich besser aus. Und wenn ich das jetzt hier beschrifte, dann kann ich hier getrost dran schreiben, 6 Meter. Und ich kann hier auch getrost dran schreiben, das sind 30 Zentimeter. Natürlich hat das jetzt nichts mit dem künstlerischen Aspekt zu tun. Ich habe hier oben schon so ein paar Schraffuren angedeutet, damit das Rohr noch ein bisschen körperlicher erscheint. Und ich könnte dann auch hier innen drin noch ein paar Schraffuren andeuten, um das klar zu machen, dass da innen drin auch irgendwas weitergeht, dass da irgendwelche Lichtreflexe sind. Darum geht es aber im mathematischen Skizzieren nicht. Ich wollte bloß anhand dieser beiden Beispiele Folgendes klar machen. So sieht sowas aus. Es scheint alles, jetzt mache ich den Punkt nochmal hin, auf einen Punkt zuzulaufen. Alle Linien. Und das ist das Schicke bei der Zentralprojektion. Wenn ich gar unterschiedliche Dimensionen habe, kann ich die so darstellen, in Kavalierperspektive. Das kann ich gar nicht mal versuchen. Dann, ja doch, Kavalierperspektive, so ein Rohr, sähe dann wahrscheinlich so aus und würde die ganze Zeit so laufen und ich käme gar nicht zu Ende. Denn wenn das nur 30 cm sind hier, dann müsste ich ja hier, ach du liebe Zeit, ganz furchtbar lang das Rohr malen und das sieht nicht aus. Das kann ich mir auf meinem Matheblatt gar nicht als Skizze erlauben, das wäre albern. Dafür ist die Kavalierperspektive da und unter anderem sieht sie auch viel schöner aus. Ich nehme nochmal die Punkte weg, weil die so doof sind. Achso, jetzt ist das Rohr weg. Schwupp. Mal sehen. Damit das nicht so doof aussieht, ne? Na komm. Ah, hier, der und der. So. So sieht sowas aus. Unsere Übung besteht jetzt darin, wir gehen jetzt mal alle vorsichtig raus, hier vorsichtig wegen des Projektors, gucken uns mal von hier aus das Bild der Straße an und versuchen das dann nochmal wiederzugeben. Also, ich mache das Video an der Stelle erstmal nicht dicht, sondern wir machen erstmal eine Pause.